Of the Week, liebe Fans, hallo zu unserer kleinen, munteren Serie, die wir ja seit einiger Zeit hier haben, denn es geht nach wie vor noch um die Macht in der NWO, wobei Macho Man Randy Savage in Rot ja mittlerweile ganz klar gemacht hat, dass die zweigeteilt ist, die Fraktion der neuen Weltordnung, und damit setzen wir diese Reihe fort. Silvester, liebe Fans, an meiner Seite, fast schon ein Klassiker, an Silvester Peter William. Hallo, liebe Fans, dass ich das noch erleben darf. Ach, jetzt geht das. Ja, liebe Fans, also, das ist ja schön. Ja, oh ja, oh ja, dem Nick zu Silvester. Ja, wir haben ja gleich, liebe Fans, Slammery 98 hier bei Premiere World X Action, also bleibt ruhig bei uns. Silvester, Großveranstaltung, kommt gleich auf euch zu. Hier aber die Fortsetzung dessen, was letztendlich ja bei Sting und Nash begann, was dann zur Auseinandersetzung Sting und Savage wurde bei Spring Stampede 98. Dann machte Bret the Hitman Hart Hogan zum World Champion. Und eins ist klar, der Hitman hat eindeutig die Seiten gewechselt. Die große Frage nur, ist er eventuell in eigener Mission unterwegs oder aber ist er bei Hollywood Hogan zu Kreuze gekrochen? Und nicht nur das, sondern man muss sogar noch ein Stückchen weitergehen, denn in der vorigen Ausgabe haben wir es gesehen. Ein Mann hat sich dagegen aufgelehnt. Dem ist das sehr suspekt gewesen und er hat auch seine Meinung gesagt, nämlich Roddy Piper. Und Roddy Piper wiederum hat dann als erster gewissermaßen mitgekriegt, auf welcher Seite Bret the Hitman Hart steht. Naja, er war letztendlich der Schlagfänger, wenn man das so will. Bekam den ersten Schlag. Aber die Fans, die Geschichte schreit also nach einer Fortsetzung, wobei es jetzt ganz klar ist, dass also Savage nicht allein ist. Er hat Unterstützung von Kevin Nash. Und Kevin Nash hat ja zu diesem Zeitpunkt bereits die Truppen rekrutiert. Das heißt, viele, die ehemals die schweigende Mehrheit bei der NWO waren, haben sich dann doch zu dem Wolfpack bekannt, wie es ja jetzt offiziell heißt. Aber das interessiert Hogan alles nicht. Seiner Meinung nach sind sie alle im Grunde genommen orientierungslose Schwachköpfe. Kevin Nash und Scott Hall wären, so Hogan zumindest ja, zu ihm gekommen, weil sie nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten. Und dann hat er in seiner unglaublichen Weisheit gesagt, ich steige bei euch bei der NWO ein. Also, naja gut, ja. Also der Wahrheit die Ehre, so ein bisschen hat es ja gestimmt. Also wie die Entwicklung gewesen ist, ja, Nick, ich finde nicht, doch, ja. Also weder Nash noch Hall haben da wirklich also die Weisheit von Hogan gebraucht. Nein, ja. Nicht die Weisheit, aber sie haben doch wahrscheinlich gewusst, dass in den Anfängen der neuen Weltordnung Hogan sehr, sehr nützlich sein könnte. Und weißt ja, wie das ist. Wenn man ohne dann, Fragen. Ja. Und wenn man dann so einen Mann holt, dann muss man damit rechnen, dass dieser Mann natürlich auch seine gesamte Routine ausspielt, um on top zu sein, um an der Spitze zu sein und sich die Macht, die ganze Macht zu holen. Naja, klar, letztendlich sind sie ja über Hogan an Bischof angekommen, da hast du völlig recht. Das ist letztendlich die Geschichte gewesen. Aber all das, wie gesagt, führte zu diesem Match und wir sind bei Nitro, liebe Fans, und Hogan gegen Savage, ein Klassiker und die Fortsetzung der Geschichte. Und wir haben es gesagt, diese Geschichte wollen wir auf jeden Fall ganz genau betrachten. Haben wir von Anfang an jetzt getan. Es geht also weiter. Und letztendlich muss man klar sagen, was aussteht, Peter, das hatten wir ja auch beim letzten Match of the Week ganz klar zu sehen, ist hier mal eine klare Entscheidung. Naja gut, also klare Entscheidung ist immer das, was da oben im Ring passiert, Mann gegen Mann und ohne jedes Handicap, also alles das müsste man voraussetzen. Wir sehen hier auch, dass Savage inzwischen recht in Ordnung ist mit seinem Arm. Wahrscheinlich auch mit seinem Bein besser, also nicht mehr so gehandicapt, wie wir es vorher schon erlebt haben in den vorigen Sendungen. Also es ist so, dass man den beiden da oben überlassen sollte, was passiert. Aber du weißt ja, dass eben schwarz-weiß oder rot-weiß immer noch einige einige Leute beinhaltet, die da zum Ring kommen könnten. Aber da merkt man, Stichwort Erfahrung, natürlich die lange Erfahrung von Hollywood Hogan. Hier dieser Stich auf den Hals eben, abgewandt vom Referee. Der Referee konnte das gar nicht sehen, was da passierte. Und genau in dieser Manier macht Hogan jetzt weiter. Sag ihnen, wer hier die Ansagen macht. Ja, das wird er nicht müde, Macho Man Randy Savage zu erklären. Aber der muckt weiter auf, beziehungsweise hat aufgemuckt. Und man muss es sagen, mit Savage ist der Bruch der NWO eingeleitet worden. Das muss man sagen. Und wo man vorher noch gesagt hat, warum... Cheap Shot jetzt in dieser Form. Aber natürlich in der Verteidigung eine tolle Sache. Hier zeigt er an, dass er das vielleicht gar nicht so gemerkt hat. Also er wollte es vielleicht gar nicht so.
Aber der Macho Man, ich meine damit, dass man ihm ja eine Zeit lang nachgesagt hat, wie kann er überhaupt schwarz-weiß werden? Und ich weiß. Ja, und jetzt gehst du ganz zurück an die Anfänge, klar. Ja. Und dann musste er gewissermaßen seinem Image zuliebe gewissermaßen zeigen, dass er nicht alles mit sich machen lässt. Und bei ihm hatte man auch nie so das Gefühl, finde ich, dass er nur die Macht haben wollte, sondern er wollte ganz einfach vielleicht Dinge geregelt haben. Das Interessante ist ja, dass Kevin Nash sagte, Savage, lass doch den Quatsch mit den Machtspielchen, denn wir Schwarz-Roten haben keine Hackordnung. Das ist der große Unterschied zu dem, was bei den Schwarz-Weißen vorherrscht. Ausheber und Body Slam jetzt. Und der Disciple turnt langsam aufgeregt außerhalb des Ringes herum. Der spürt natürlich, jetzt wird es gefährlich für den großen Herrn und Meister. Und deswegen greift er auch ein. Geht hier auf Savage los, stürzt ihn vom Top Rope. Und der ist natürlich, liebe Fans, ihr seht es deutlich, am rechten Bein. Immer noch mit dieser Manschette gehandicapt. Immer noch gehandicapt. Und jetzt macht er wieder den Fehler und wendet sich dem Disciple zu. Und jetzt, liebe Fans, also ihr, die ihr in der Woche, letzte Woche dabei gewesen seid, ihr werdet jetzt das Richtige erwarten. Ja, also mit dem World Heavyweight Title der Hitman Bret Hart als Vasall von Hollywood Hogan. Oh ja, die Fans sind mehr als enttäuscht. So viel Ablehnung hat er selten erfahren wie hier. Ja, und auch dieses kann man deutlich Lippen lesen, was er da gesagt hat. Ja, haut ab endlich. Und, ja. Hogan verteidigt auf diese Art und Weise seinen Titel. Und der Hitman, ja, die Person für mich mit dem größten Fragezeichen, denn ist er nun wirklich ein Kriecher, ein Schleimer oder aber ist er in eigener Mission unterwegs? Und da kommt Kevin Nash und vor dem hat Hogan Bammel. Genau, haut auch deswegen ab und wenn du den Hitman genannt hast, dann sollte man bei ihm vielleicht noch anmerken, er war zu dieser Zeit vielleicht ein in sich zerrissener, einer, der mit sich selbst nicht zufrieden gewesen ist, aber dieser Mann, der hat was zu sagen. Roddy Piper. This ain't happening. By disqualification. Das passiert hier nicht. Randy Savage siegt durch Disqualifikation, aber dadurch hat er natürlich den Titel nicht. Erwartet. Piper hat noch was zu sagen, liebe Fans. Und das führt uns gleich zu Slammery, das im Anschluss läuft. Bleib dran, Slammery gleich im Anschluss. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hast du mir einen Schlag verpasst. Das letzte Mal, dass ich mich als dich, an dich erinnere, hast du meinen Kopf als Punching Bag benutzt. So, also alle haben außerdem Angst, dazwischen zu gehen, wenn ihr bei der Großveranstaltung aufeinander losgeht. Aber haha, Überraschung, ich werde euer Special Referee sein bei Slammery. Ich werde es ganz gerecht machen. Ja, die Auseinandersetzung also gleich zu sehen, liebe Fans. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle, vielleicht wie ein Drill Sergeant, vielleicht wie auch immer. Ja, und du kommst hier Woche für Woche raus und hast, niemand weiß so gut wie ich, wie es ist, wenn man von einem Schiedsrichter betrogen wird. Hey! What happened to that bunch of baloney? Let me tell you something. Lass mich dir was sagen. In Worcester, on Sunday, in Worcester, also gleich was Slammery, liebe Fans. Wenn du diese Ringseile hier benutzt, dann werde ich dazwischen gehen und werde das Field Goal meines Lebens treffen. Und du, er meinte mit Savage, wenn du bei Slammery Macho Man, wenn du gebissen wirst vom Bret Hart, dann komm nicht und heul bei mir rum. Beiß ihn zurück! Ihr sollt fighten! Ganz klare Aussage. Oh weh, oh weh. Wenn einer einen Tiefschlag bekommt, dann kommt nicht zu mir. Dann gebt ihm einen Tiefschlag. Dem Gegner gebt ihm einen Tiefschlag zurück. Wir haben übrigens Ärzte dabei und die können euch was verpassen. Also, die können euch glücklich machen, wenn es euch wehtut, aber... Nein. Nash wird dich schon kriegen, Hogan. Und das, liebe Fans, der Schocker. Der Giant im NWO-T-Shirt aufgetaucht. Ihr habt sie hier nicht gesehen bei Nitro. Peter, ich würde sagen, wir verlassen diesen Wahnsinn hier. Wir müssen ihn verlassen, jawohl. Denn Sting mischt auch noch mit, aber wir verweisen euch, liebe Fans, bleibt dran auf Slammery, das kommt gleich im Anschluss. Unsere Silvesterparty hier bei Premiere World X Action. Also bis gleich.